Hallo Leute! Ich habe natürlich mal wieder vergessen, ein Intro zu drehen. Ich war einfach nur so aufgeregt, Leute, denn ich habe mein Zimmer komplett renoviert. Es ist so krass anders. Schreibt mal erstmal ganz kurz in die Kommentare, welche Wandfarbe hat euer Zimmer denn eigentlich? Let's go mit dem Video, denn Leute, bleibt bis zum Ende dran. Es ist so krass geworden. Viel Spaß mit dem Video. Einmal ist da mein Betttisch, dann ist hier mein Nachttisch. Ich liebe das hier, das ist so ein 3D-Puzzle von Ravensburger, aber der Rest ist eher so, naja, hier ist irgendwie ein Kassenbon, dann ist hier meine Brille, eine Stecknadel oder wie das heißt. Hinter meinem Bett übrigens ist mega viel Platz, weil das Bett so hoch ist und da sind dann meine Kissen, die ich einfach noch nicht bezogen habe. Sehr gut, die liegen da seit Wochen. Dann habe ich hier so eine Kommode mit zwei Ordnern. Da drauf habe ich Chips und Schokolade. Dann so eine Duftkerze, meine Box, mein Playbutton. Hier auf der Fensterbank habe ich auch nur Snacks. Und neben dem Tisch haben wir dann auch wieder richtig viele Kabel und richtig viel unsortiertes Zeug. Hier ist dann so mein Schreibtisch, den haben wir selbst zusammengebaut, mega cool. Hinter diesem Platz ist dann so, sind dann so zwei Bilder, die finde ich auch richtig schön. Die konnte ich nur nie aufhängen, weil ich hier immer Videos gedreht habe. Und dann ist auch schon mein Spiegel. Let's go, Leute! Am ersten Tag waren wir im Hagebaumarkt und haben nach Farben geguckt. Das sollte eigentlich ein Rosaton werden. Wir sind jetzt gerade hier in einem Baumarkt. Und die Farben sind alle so schön. Ich hatte ja eigentlich schon meine Pläne. Ich bin gerade kurz davor, alles umzuwerfen, weil, guckt euch das einfach mal an, wie schön irgendwie, ich finde jede einzelne Farbe so geil. Es hat dann doch nicht irgendwie so richtig gepasst und dann sind wir zum anderen Baumarkt gefahren und auf dem Weg dahin haben wir natürlich erstmal Pizza geholt. Da seht ihr eine sehr glückliche Pia. War das Essen eigentlich lecker, wenn die Hose nicht dabei auf war? Dann waren wir bei Hornbach, haben tatsächlich da auch Farben gefunden. Wir sind jetzt mittlerweile einfach bei Ikea, das war gar nicht geplant, aber wir waren schon unterwegs und dann sind wir jetzt hier kurz zu Ikea reingefahren und natürlich direkt ein neues Getränk geholt. Yes. So Leute, der Kofferraum ist voll. Yes, sir. Wir sind gerade in einem Blumenladen, weil ich irgendwie richtig randomly auf einmal so Bock bekommen habe auf Pflanzen. Richtig gespannt. Wir waren jetzt einfach mal irgendwie anderthalb Stunden hier und haben die ganze Zeit die Pflanzen angeguckt, weil die sind leider alle nicht so schön. Also viele haben so kaputte Blätter. Aber wir haben uns jetzt endlich entschieden. Yay! Wenn man sein Zimmer aufräumt und sieht, dass man so viel Essensvorräte hat, dann ist es schon einfach nur Mut, ey Leute. Drei Riesenkartons voll mit Snacks. Oh mein Gott, Leute. Guck mal, was mich heute erreicht hat. Ein neues Paket von Desenio. Ich hätte nämlich Bilder bestellt. Und hier drin ist The Real Magic. Yay! Schon mal ein mini kleiner Einblick. Ich werde die Bilderrahmen jetzt erstmal fertig machen. Und so sehen die fertigen Bilder aus. Ich habe einmal drei schwarz-weiß Bilder. Ich glaube, das ist mein Favorite. Ich finde, das sieht so schön aus, aber ich mag alle drei richtig, richtig, richtig gerne. Und hier habe ich nochmal vier etwas kleinere Bilder. Die machen so, finde ich, mega gute Laune und ich liebe die Farben. Und generell finde ich, die passen richtig, richtig gut zusammen. Weil Desenio ist einfach gerade riesengroßer Sommersale und ihr bekommt einfach mal 35% Rabatt. Und mit meinem Code XAPIAXA kriegt ihr darauf nochmal 10% Rabatt extra. Das heißt, ihr habt einfach fast 50% Rabatt und gilt bis zum 5. Juli. Also schnell sein, lohnt sich da auf jeden Fall. Direkt ganz oben in der Beschreibung ist der Link. Da müsst ihr einfach nur draufklicken und dann könnt ihr richtig krass sparen. Und ich liebe es auch immer so abzuwechseln. Also manchmal brauche ich einfach so was Frisches, was Neues. Gerade in der jetzigen Zeit, wo uns mal so ein bisschen Abwechslung fehlt, ist sowas einfach so geil. Das macht einfach so gute Laune. Und ich bin mir sicher, wir werden richtig nice Plätze für meine Bilder finden. Und das Ganze seht ihr dann im weiteren Verlauf des Videos. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Nein. Unser heutiger Lappen ist Ruski-Style. Erstmal ein T-Shirt. Ein altes T-Shirt aus der Garage. Damit werden wir gleich die Flecken abmachen, wenn irgendwas daneben geht. Guck mal,
So sieht das Ganze jetzt aus. Mega anders. Wir sind jetzt mit der ersten Schicht soweit fertig. Aber ihr seht, wir haben auf dem Boden ganz, ganz viele mini kleine Farbpunkte gemacht. Und ich habe jetzt gerade ein T-Shirt, also unser Lappen, nass gemacht. Und werde jetzt hier jedes einzelne Ding hier abschrubben. Good morning, Leute. Ich bin richtig begeistert. Das ist echt relativ gut schon abgedeckt. Da sind noch so ein paar Punkte, die jetzt noch nicht ganz abgedeckt sind. Oh, da sehe ich das auch. Aber Leute, im Großen und Ganzen sieht es schon richtig cool aus. Das ist ganz anders. Wir werden uns jetzt nochmal dran machen und die kleinen Sachen hier nochmal alles abdecken. Ihr seht, da oben ist auch noch was. Und dann sind wir eigentlich mit dem Streichen schon fertig. Oh mein Gott, Leute, das, was ich jetzt gerade mache, macht so Spaß. Ihr seht ja diese kleinen Rillen und die sind halt noch dunkel. Und dafür haben wir dieses Gerät, das ist irgendwie Acryl. Und das ist so satisfying, das damit zuzumachen. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. Wenn man das dann so gefüllt hat, dann macht man das einfach mit dem Finger sauber. Also eigentlich hat man dafür so ein extra Ding, aber wir haben hier nichts. Oh yes, und ihr seht gleich, wow, wie satisfying ist das? Ich kann nicht mehr, Leute. Oh mein Gott, das war so geil. Leute, look at this. Wir haben alles fertig gestrichen. Ein paar Sachen müssen noch trocknen da oben. Aber wir haben schon mal die Fußleisten dran gemacht und den Teppich ausgerollt. Und schon die ersten Möbel reingebracht. Diese Sachen werde ich halt behalten. Mein Schreibtisch und die Kommode. Kommode? Ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich mein Bett behalten und mein Spiegel. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Und wir haben hier schon die erste Sache, die mein Vater gleich aufbauen wird. Und 3, 2, 1. Yay, da ist er. Ich liebe den, der ist so schön. Ich habe bei IKEA noch einen Tisch gekauft. Ich habe tatsächlich 2 verschiedene Tische und ich weiß nicht genau, welchen ich nehmen soll. Jetzt seht ihr mal live, wie schwer ich mich entscheiden kann. Ich habe mir einfach diesen Tisch aufgebaut. Beim Aufbauen dachte ich mir so, irgendwie will ich vielleicht doch den anderen. Dann habe ich den zweiten aufgebaut. Ich blende euch hier jetzt mal ein Bild ein. Und ihr müsst mir unbedingt sagen, welchen Tisch ich behalten soll, weil ich mir irgendwie gar nicht sicher bin. Bitte schreibt mal unbedingt in die Kommentare, würdet ihr den schwarzen behalten oder den grünen da? Und aus irgendeinem Grund habe ich mich dann dazu entschieden, diese ganze Debatte um die Tische komplett zu ignorieren und Vasen auszupacken. Leute, und ey, ohne Witz. Fragt mich nicht, warum. Ich habe tatsächlich davon 2 Vasen gekauft und wer mir auf Instagram folgt, der weiß auch schon, was mit der anderen passiert ist. Die sah nämlich dann so aus. Ja, richtig, richtig geil. Da habe ich mich echt gefreut. Da musste ich die zurückschicken. Deswegen packe ich jetzt die eine aus, die ich hier habe. Wer von euch ist eigentlich auch zu faul, um immer ein Messer zu holen? Ich mache das immer so, mache mir da immer alle Finger kaputt, aber Hauptsache ich muss nicht aufstehen und mir ein Messer holen. Wow! Jetzt weiß ich noch weniger, welchen Tisch ich nehmen soll. Ich habe das Ganze jetzt mal hier so zusammen hingestellt und finde das so, so schön. Ich habe noch so ein kleines Kissen hier drauf gelegt. Was? Kissen? Ich habe noch so ein kleines IKEA-Fake-Fell da hingelegt. Das ist richtig schön. Dann habe ich noch die Kerze darauf gestellt. Die habe ich schon so lange, Leute. Die riecht so gut. Ich kann die einfach nicht anmachen, weil dann ist die irgendwann leer. Und das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Das ist hier die neue Pflanze und der neue Topf von diesem Pflanzenladen. Und den Topf haben wir auch in dem Pflanzenladen gekauft. Leider geht es meiner Strelitzie irgendwie nicht so gut. Die hatte so Wollläuse und wir glauben, dass es noch aus dem Laden kommt, weil es ganz oft irgendwie sein kann, dass die so in Pflanzenläden so Läuse haben. Und dann musste ich die ein bisschen bekämpfen und seitdem ist die ein bisschen kaputt gegangen, leider die Arme. Ich hoffe, ihr geht es auf jeden Fall bald mal wieder. Schreibt mal auf jeden Fall gute Besserung, Strelitzie, in die Kommentare. Und dann ist hier meine wunderschöne Bilderwand. Das ist mein absolutes Herzstück. Die Bilder kennt ihr schon. Und da ist mein absolutes Herzstück. Ich finde, das ist so dieser Blickfänger im Raum. Wie wunderschön. Ich liebe das. Ich habe
habe euch die Bilder alle in der Infobox verlinkt, also da findet ihr alles. Da könnt ihr die auch direkt nachschauen. Was ich halt jetzt so viel besser finde, ist, dass dieser Raum, also vorher stand mein Bett ja hier, da war ja mehr als ein Meter unbenutzter Raum. Und dass ich diesen Raum jetzt wieder habe, macht das Zimmer einfach so viel größer. Und eigentlich war ja rosa geplant und als wir das dann weiß gestrichen haben, war ich so, irgendwie ist weiß auch mega cool. Abgesehen davon, dass es einfach mega hell und mega schön einfach ist, hat mir am meisten gefallen, dass diese Schräge, dadurch, dass sie jetzt die gleiche Farbe hat wie die Wand, einfach nicht mehr so krass auffällt. Jetzt ist alles so eins, wisst ihr? Und dann ist diese Schräge halt nicht so in your face und der Raum wirkt auch irgendwie viel größer und viel harmonischer dadurch. Und oh mein Gott, ich liebe das einfach. Das ist so, so schön. Oh mein Gott. Dann haben wir hier meinen Schreibtisch. Oh mein Gott, das sieht alles so schön aus. Ich kann nicht mehr. Wow. Ich liebe diese Bilder. Das Ding ist nur, ich habe mich ein bisschen vermessen. Da passen leider nicht alle vier drauf. Der Plan war eigentlich so, die Bilderwand mit vier Bildern zu machen. Gut, hat jetzt leider nicht geklappt. Das Coole ist aber, ich kann die auch immer auswechseln. Zu diesem Bild und diesem Bild. Oder ich kann die halt untereinander so tauschen. Das macht einfach so gute Laune, was Neues zu haben. Ich finde auch dadurch, dass der Stuhl jetzt nicht mehr in der Wand ist, sieht man den nochmal viel mehr und der fällt nochmal viel mehr auf, weil der eigentlich voll cool ist. Hier direkt nebenan, da ist übrigens mein Stativ, wundert euch nicht, ist direkt mein Bett. Genau, da ist ja mein Spiegel dann. Alle Links findet ihr unten in der Infobox. Vergesst nicht, den Sale auszunutzen bei Desenio, denn ich glaube, so schnell wird es so einen krassen Sale nicht mehr geben. Wenn ihr dieses Video cool fandet, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren. Das Ganze könnt ihr einfach unter dem Video machen. Einfach nur auf den roten Abonnieren-Button klicken und ihr verpasst hier gar nichts mehr. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.